Soll ich? Soll ich nicht? Nee, dieses Spiel mit der Hallo ihr Lieben, unter euch Zuschauern da draußen gibt es bestimmt den einen oder anderen, der darüber nachdenkt, sich einen Schrebergarten zu holen oder generell mit dem Gärtnern anzufangen in seinem eigenen Garten, also ein bisschen größer mit Gemüseanbau und so weiter und so fort. Und alles, was ich dazu sagen kann, macht es, folgt eurem Herzen. Allerdings gibt es natürlich noch ein paar Sachen zu beachten und Rahmenbedingungen, die euch da vielleicht im Weg sein könnten, aber das kommt dann alles gleich. Zunächst möchte ich anfangen, warum ich empfehle, einen Schrebergarten zu holen. Ihr seht das an mir, Natur tut gut. Die Natur ist echt eine schöne Sache. Für mich persönlich, da ich gesundheitlich ein bisschen was an der Backe habe, ein bisschen ist gut. Ja, ist das auf jeden Fall ein Erholungsort, ein Urlaubsort, ein Ort, um sich wieder erden zu können. Das funktioniert zwar nicht immer. Ich bin natürlich in der lauten Stadt dann doch mal auf der Flucht dann im Garten. Und ist dann halt nicht immer so. Aber größtenteils ist das auf jeden Fall etwas Wohltuendes, Gutes, wenn im Garten wütet und kreativ ist und die Natur genießt, alles so beobachtet. Ihr habt das ja in meinen Videos gesehen, für alle, die die Folgen mitgekriegt haben, ob Schmetterling, ob Igel, ob Vögel, ob was weiß ich, Eidechse in meinem Garten, völlig egal. Ich erfreue mich da so sehr dran. Es gibt so viel fürs Herz zurück, viel mehr Naturverbundenheit. Also das würde ich jedem da draußen empfehlen. Das würde euch gut tun. Ich habe gestern, das war letztendlich der Anlass heute für das Video, beziehungsweise der Anstoß, der Anschub, sei, ich hatte schon länger sowas vor. Und zwar wurde ich auf Facebook angeschrieben. Schönen Gruß an den Lars an dieser Stelle, ist fast so alt wie ich. Wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten, war sehr nett. Und er fragte mich um meinen Rat, meine Meinung, meine Gedanken. Und das hat mich letztendlich, also bei dieser Thematik, das hat mich letztendlich dazu bewegt, dann heute auch schon gleich das Video zu machen. Das ist natürlich nicht nur ein Garten für sich selber, weil man ihn hat, sondern man kann seine Persönlichkeit ausleben, kreativ entwickeln, generell sich so verwirklichen, wie man gerne wohnen möchte, sich sein eigenes kleines Paradies schaffen. Das ist eine total tolle Sache und mega gut fürs Herz, mega gut für die Gesundheit und ist auf jeden Fall nachhaltig gut. Dann gibt es natürlich auch, wenn ich jetzt an den Schrebergartenverein hier denke, viele Kontakte, die man knüpft. Klar kann man auch mal einen schwarzen Peter zwischen haben. Man versteht sich nie mit jedem, gar keine Frage. Das Perfekte gibt es gar nicht. Ich habe das Glück, dass ich hier sehr gut zurechtkomme. Und oh, jetzt kommt gerade der Wind. Na, versaut er mir die Aufnahme? Wo ist noch das Mikro? Nee, das müsste gehen. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja, die Kontakte hier zu meinen Parzellennachbarn, das ist ganz toll. Ob das der Herbert ist, ob das der Thomas, ob das der Momo ist, der Thomas drüben oder alle anderen, mit denen ich hier so Kontakt habe, die Sabine und oh, verdammt, Rolf, Ralf. Ja, ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Ich und Namen. Falls du das siehst, verzeih mir. Ich habe echt den Namen vergessen. War das Ralf oder Rolf? Ich stehe auf dem Schlauch. Wenn ich die Namen nicht benutze, dann hauen die irgendwann ab. Egal, auf jeden Fall super nette Kontakte gehabt. Allein so diese Hilfsbereitschaft. Übers Gärtnern ist letztendlich natürlich auch viel dabei, was Pflanzen angeht. Man tauscht. Ich habe junge Pflanzen gekriegt von außen. Ich habe Sachen für den Garten gekriegt von außen, die natürlich nichts mit Pflanzen zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen, man hilft sich so gegenseitig weiter. Und das ist echt eine schöne Sache. Das kann ich nur empfehlen. Ganz toll. Und wie die Dinge sich entwickeln in dieser Hinsicht, da bin ich schon gespannt, wie das in der Zukunft aussieht. Sehr, sehr schön. Ich denke, auch über den Garten, über die Natur lernt man viel mehr zu schätzen, was man so hat und woraus einem kommt im Leben. Gerade im stressigen Alltag, viele Menschen jagen von Termin zu Termin, von Arbeit zu Arbeit, da reicht ein Job nicht mehr. Für den Stress brauchst du irgendwie einen Ausgleich, ne? Warten wir den Zug ab. Mann, die sind echt leise zurzeit. Die kriechen. Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe. Egal. Ist auf jeden Fall ein schöner Erholungsort für euch Gestresste da draußen. Was natürlich wichtig ist, man sollte sich natürlich im Klaren sein, dass man natürlich auch eine Pflicht eingeht. Man kann nicht irgendwie, was weiß ich, hier einen Bauwagen hinstellen, Bagger raufstellen und schon gleich eine Tierfarm haben oder so. Und letztendlich gibt es natürlich auch sowas wie diese Pflichtarbeiten, diese Gemeinschaftsarbeiten. Und man muss sich natürlich an Regeln halten, gar keine Frage. Aber ich finde diese
diese Regeln und Rahmenbedingungen sind, ja, ich sag mal, im, wie heißt das noch, Bundeskleinkartengesetz oder, ach, ihr wisst schon, was ich meine, natürlich ein bisschen engmaschiger, als es wirklich in der Realität ist. Also ich habe da echt viel Angst gehabt am Anfang und am Ende ist das alles halb so schlimm. Auf jeden Fall hier super toll. Und aber nichtsdestotrotz, man hat sich an die Regeln zu halten. Das ist natürlich super wichtig. Pflichten gehört natürlich auch, den Garten so weit zu pflegen, dass er hier ins Gesamtbild passt. Also hier jetzt bei mir, bei euch da draußen, falls ihr einen Schrebergarten irgendwo pachtet, ist das genauso der Fall. Da könnt ihr nicht vorne eine 3 Meter Hecke hinstellen und die wuchern lassen. Nur mal so als Beispiel oder immer den Rasen wuchern lassen. So, denn ja, Permakultur, da passt das ganz gut rein. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um diesen gepflegten Zustand. Man muss natürlich kommunizieren, genau. Natürlich auch noch andere Sachen. Jetzt fällt mir das spontan nicht mehr so ein. Okay, was gibt's von mir noch zu berichten? Kostenaufwand Schrebergarten. Es kommt letztendlich immer auf die Pacht an. Meine Pacht gebe ich jetzt hier auch nicht preis. Ich habe, glaube ich, das habe ich. Habe ich das? Ich glaube, ich habe das irgendwo mal unter ein Video geschrieben. Also wer da suchen mag, darf gerne suchen. Aber ich glaube, ich habe es nicht gemacht. Egal. Hält sich hier in Grenzen. Definitiv ist nicht viel. Hier ist auch die ersten 2 Jahre noch so ein besonderer Status und so weiter. Vereinsgebühr kann ich drüber reden. Das sind 50 Euro im Jahr. Und dann kommt da noch Wasser zu. In meinem Falle, ich habe die Uhr beim Abbauen jetzt nicht kontrolliert, aber ich müsste roundabout bei 14 Euro für Wasser sein. Ich hatte das Gefühl, viel Wasser genutzt zu haben. Das soll natürlich weniger werden. Ich arbeite ja noch mit 1000 Liter Tank und Tonnen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Dass aber alles so vonstatten geht, das wird sich dann noch zeigen. Aber für den Moment ist das so der Ist-Zustand. Also 14 Euro für Wasser, Pacht. 50 Euro für einen Verein, das ist meine Jahresgebühr. Ich finde, das hält sich in Grenzen, weil das, was man letztendlich hier alles rausziehen kann, da sind wir auch beim nächsten Thema, das lohnt sich unterm Strich. Ich habe dieses Jahr, ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung in meinem Leben, das ist wirklich nicht viel. Das ist immer unterschiedlich so ein bisschen, aber so 3-5 Euro sind es dann schon am Tag, macht so bis 250 Euro im Monat. Für Ernährung, Freizeit, Garten, das kriege ich auch alles irgendwie hin. Ja, wenn ich das hinkriege, warum nicht ihr auch? Und aber ich wollte was anderes sagen. Und zwar, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo wollte ich hin? Genau, ich habe dieses Jahr schon so viel Gemüse aus meinem Garten ziehen können, dass ich unterm Strich sagen muss, das hat mir teilweise richtig weitergeholfen, Geld gespart. Das ist definitiv fühlbar gewesen, so mit Tomaten und Zucchini und Knoblauch und wie auch immer. Das hat das alles toll ergänzt. Im Moment lebe ich ganz toll von meinem Tee. Ich möchte ja ganz gerne so einen Kreislauf im ganzen Jahr haben und auf jeden Fall mich auch für den Winter versorgen und so weiter und so fort. Egal. Labarababa. Ich möchte auf jeden Fall noch sagen, für das, was man aus dem Garten zieht, das ist ja nicht nur einfach nur Zucchini, sondern man hat selber auch die Kontrolle darüber, was esse ich da eigentlich, wie wurde das versorgt, was für eine Erde war das, wie habe ich das gedüngt, wenn ich es gedüngt habe. Also man hat einen Daumen drauf, was das ist und was man aus dem Garten zieht, mag erstmal subjektiv wirkend besser schmecken. Also sprich, man meint, oh, aus dem Garten, das schmeckt immer besser. Ist wirklich Fakt. Ich denke schon, dass man das sagen kann und ich sag mal objektiv beurteilen kann und vergleichen kann mit den Tomatensorten aus dem Supermarkt. Das ist einfach ein Unterschied, also oder auch die Zucchini. Also für mich ist das ein totaler Unterschied im Geschmack. Ich bin mit Supermarkt-Tomaten so gar nicht zufrieden. Also das schmeckt für mich, das schmeckt gar nicht. Also klar, esse ich und bin ich auch dankbar, wenn ich auf dem Tisch habe, gar keine Frage. Ich bediene mich da auch, aber im Vergleich ist das einfach echt ein Unterschied. Da ist irgendwie noch was da an Energieaufwand hintersteckt und so. Also ich sag mal Ökobilanz, Stichwort Ökobilanz, Transportwege, Lagerung und so, ist egal. Möchte ich jetzt auch gar nicht so zerfleischen, das Thema. Was habe ich denn noch? Ich hatte eigentlich einen schönen kleinen Zettel, habe ich mir meine ganzen Gedanken zu aufgeschrieben. Der liegt zu Hause. Das ist natürlich toll für jetzt. Ich ziehe mir das gerade alles aus meinem Kopf. Also es gibt super viele Gründe auf jeden Fall, die dafür sprechen. Unter einem Strich, und das habe ich dem Lars gestern dann auch geschrieben, kann ich sagen, hört auf euer Herz, denkt nicht so viel drüber nach. Wenn ihr immer wieder drüber nachdenkt und eigentlich Bock drauf habt, solltet ihr das tun, wenn ihr die Ressourcen dafür habt. Also
Na gut, Geld kann ich nicht an erster Stelle anführen, gehört aber auch dazu. Je nachdem, was für einen Lebensstandard man hat und was man sich erfüllen möchte, gar keine Frage. Die Meisen am Tanzen. Oh, sie ist drei Stück. Okay, zurück zum Thema. Ich werde hier abgelenkt. Da sind wir schon bei der Natur. Es ist einfach nur schön. Zug noch mal kurz abwarten. In meinem Fall, ich hatte heute einen ziemlich heftigen Start in den Tag. Will jetzt auf keine Details angehen, aber mir ging es heute, es ist ja immer noch Vormittag, ziemlich dreckig. Und ich bin jetzt im Garten und das stellt so viel Positives gerade mit mir an. Das ist so schön. Ich durfte auch schon wieder ein bisschen gucken wegen Salat und Radieschen. Das wächst immer noch. Wir hatten Minusgrade. Also ich weiß nicht, was da los ist. Leute, bei mir läuft das noch. Irgendwann kriege ich da noch Radieschen und Salat aus dem Boden, der sich lohnt zu ernten. Mal gucken. Ach so, ich habe von Ressourcen gesprochen. Und mit Ressourcen meine ich natürlich, habt ihr die Zeit dafür, euch auch um den Garten zu kümmern. Also man muss sich auch kümmern, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Wenn man nur 2-3 Mal im Jahr da ist, sollte man das nicht machen. Da fängt man sich eine Menge Ärger ein und verursacht eine Menge Ärger. Für Vereine oder für den Verein, für die Menschen drumherum ist es einfach nicht das, wie es sein soll. Man soll sich da schon einbringen. Ich habe zu Anfang dieses Jahres mal gelesen, dass jemand behauptet hat, ich finde, das kann man nicht so an Zeit festmachen, so generell, aber ich erzähle euch das jetzt, dass ihr ein bisschen ein besseres Gefühl kriegt. Schon wieder ein Zug? Ja. Richtig Verkehr jetzt gerade hier. Okay. Da habe ich auf jeden Fall gelesen, wenn ihr täglich 30 Minuten im Garten seid und den Garten ein bisschen Unkraut jede, wie auch immer, dann reicht das auf jeden Fall. Was für eine Aussage, 30 Minuten, Anhalt, okay. Großer Garten, kleiner Garten, Umstände, finde ich, reicht nicht so eine Aussage. Aber ich habe das trotzdem so ein bisschen für mich selber genommen und habe mir gesagt, so 2-3 Tage in der Woche möchte ich ganz gerne hier sein. Ich denke, das habe ich erfüllt. Und ich bin sehr zufrieden. Bei mir ist ja auch noch alles am Wachsen und am Bauen. Ne? Also wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ihr kennt den Spruch. Und so ist es hier letztendlich auch. Gut, zum Schluss möchte ich noch ganz was Wichtiges sagen. Und zwar hat der Thomas, der Obmann hier, mich schon Mitte des Jahres darum gebeten, anzusprechen, dass es bei so einer Pacht auch wichtig ist zu wissen, dass man sich nicht einfach Hühner in den Garten stellt oder Tauben oder wie auch immer. Sowas muss immer mit dem Verein abgeklärt werden. Größere Baumaßnahmen sowieso. Also wenn ich jetzt hier die Hütte abreiße und irgendwo eine neue hinstelle, muss ich da natürlich zum Verein und denen das vorstellen. Das kann man nicht mehr einfach so machen. Oder das kann man nicht einfach so machen. Okay, ansonsten war es das? Ja, ich würde sagen, das hat das alles ganz gut zusammengerockt. Ich habe mir nochmal vorgenommen, für euch eine Zusammenfassung zu machen, was ich persönlich für meinen Garten an Geld ausgegeben habe. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mal ankündigen. Das wird noch kommen. Falls ihr da noch ganz andere Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, die mir jetzt nicht einfallen, dürft ihr die sehr gerne stellen und in die Kommentare schreiben. Ansonsten wird auf jeden Fall noch mal was kommen, was ich halt für Werkzeug, für Schrauben, Handschuhe, so halt so Anschaffungen ausgegeben habe. Da gibt es natürlich ein paar Sachen. Habe mich auch von elektrischen Geräten und Benzingeräten bisher ferngehalten. Das hat ganz gut geklappt. Allerdings ohne Motorsense ging es hier nicht. Die musste ich mir leihen. Jetzt ist sie ja kaputt. Ich habe es ja schon mal berichtet in einem anderen Video. Es hat einfach nicht geklappt. Ja, aber ich hoffe in Zukunft entweder mit Sense oder Rollrasenmäher oder irgendwie sowas dann eine Lösung zu finden. Mit der tollen Quick. Die ist ja so toll, ne? Ja, nein. Okay. Abschließend möchte ich mich noch bedanken bei meinen ganzen Zuschauern. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr so toll zugesehen habt. Da das jetzt die letzte Folge vor Weihnachten ist, möchte ich euch natürlich auch noch alles Gute wünschen für die Feiertage. Ich wünsche euch eine sehr schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns zwischen den Tagen nochmal wieder, beziehungsweise lade ich ein Video hoch. Ansonsten im neuen Jahr, das werde ich frei Schnauze machen. Ja, das ist jetzt so die Zeit, wo ich dann vielleicht auch mal mehr da noch Zeit für mich nehmen und YouTube dann auch mal zur Seite packen. Ich finde, die Pausen sollte man sich einbauen. Soll sich alles gut anfühlen.
Ich denke mal, nach meinem Geburtstag werde ich mich dann spätestens zu Wort melden wieder. Ja, schöne Feiertage. Wenn wir uns nicht mehr sehen, auch noch einen guten Rutsch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid. Ich sage tschüss, euer Lars. Ne? Ich bin dann mal raus und weg.